Da fällt mir was ein. Ich brauche hier mehr Effizienz mit einem Türchen. Und auch da, und da. Kurz ein Mana-Schild. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gönnen wir uns trotzdem. Es muss ja nicht knapper sein als notwendig. Ich muss unbedingt daran denken, dass ich noch die Maximalforschung bei allen hochtreibe. Weil das ja dieses nette Bonusziel bringt, dass alle Kreaturen 1% mehr Schaden machen bei jeder Stufe von jeder Fraktion. Der Endlichkeit erlaubte es allen Kreaturen, sich langsam zu regenerieren. Komm, schön noch ein bisschen weiter zurückdringen. In letzter Sekunde konnte eine Niederlage von Gorgu abgewendet werden. So, machen wir das Portal mal hier hin. Und nämlich hier noch einen Nekromanten dazu holen. Ein bisschen Elite dabei, aber alles nur Zwerge und Gott sei Dank keine Priester in Sicht. Dieser Stein der Endlichkeit stärkte die Angriffs. Talia! Du wirst nicht gewinnen! Meine unterirdischen Verbündeten werden. Ja, jetzt kommen die Zwerge. Hab mich schon gefragt, wann es soweit ist. Gab es im Untergrund ein paar versprengte Zwerge, die bereit waren, für Thanos zu kämpfen. Wild entschlossen machten sich diese daran, den Dungeon anzugreifen. Dieser Stein der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft. Sehr schön, dann machen wir mal hier die Tür schon mal frei. Und hier ist noch ein bisschen Bösartigkeit. Oh, und zwei Statuen, die sollten wir natürlich auch mitnehmen. Vorwärts, ihr Getreuen des Lichts! Ach, er wieder. Immer noch diese blöde Portalnummer? Eine Schlacht zu gewinnen. Je verzweifelter Thanos wurde, desto mehr weitere Optionen schienen sich ihm zu bieten. Die Portale würden ein Weiterkommen massiv erschweren. Jetzt erstmal wieder weg. Und ich hole mein Portal weiter nach vorne, zack. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Ja genau, wir haben den aufgedeckt, nicht die blöden Zwerge, die sich hier durchbuddeln. Da kümmere ich mich gleich drum. Eure Goldader ist fast erschöpft. Der Erfahrungsgewinn aller Kreaturen wurde durch den Stein der Endlichkeit deutlich erhöht. Ach, ich wollte gerade losmarschieren, Manu. Oh, jetzt kommen aber viele. Alter, jetzt kommen richtig viele.
Und das, dass man keine Erfahrungsdusche gibt. Für die, die noch nicht auf dem maximalen Level sind. Ich meine, die Dämonen, die sind, glaube ich, schon alle Stufe 4 und weiter sind wir dann noch nicht, aber... Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Oh, ich sehe gerade am Portal, da ist eine Karawane. Oder, ach, ein Bautrupp, okay. Egal, bringt Bösartigkeit, nehme ich mit. So, kurz wieder zurück, denn... Ach, guck mal, da steht da doch... Oh, da kommen noch mehr. So, dann gibt es den mal dreckig. Haben wir noch genug Platz? Manchmal mehr so viel, ne? Ja, dann erhöhen wir mal die Kapazität ein wenig. Jetzt müssten wir... Ja, doch. Einmal Gorgo unterstützen. Durch die Macht dieses Steins der Endlichkeit regenerierten sich alle Kreaturen langsam über die Zeit. Ich ärgere mich gerade, dass ich Tristan tatsächlich eingesetzt habe, weil ich habe ihn ja bisher nur einmal eingesetzt und es wäre tatsächlich nicht notwendig gewesen. Wenn ich mein Timing besser gehabt hätte, aber gut. Kette hätte Fahrradkette. Ist jetzt so. Pfeif drauf. So, dann könnt ihr auch schon mal wieder zurückgehen, denn ich möchte mich gerne um die Zwerge kümmern. Brauchen viel Liebe und Zuneigung von mir. In Form von Schlägen. Durch die Macht dieses Steins der Endlichkeit konnten die Kreaturen des regenerierenden Bösen sich nun langsam... Ach komm, wir machen mal hier die Spinnen erstmal platt. Durch diesen Stein der Endlichkeit sammelten alle Kreaturen noch schneller Erfahrung. Ja, kommt ran, kommt, kommt. Ich will noch mehr erwischen. So, das muss reichen, zack. Kommen ja noch mehr, ihr Schlingel. Und noch mal eine Vampirkönigin dazu. Mana-Schild. Dass ich jetzt auch nicht zu viele Verluste hier erleiden muss. Das härte, abrasierende Böse hatte die Zwerge im Untergrund vernichtet. Sehr schön. Und mein Gott, ist hier viel Gold. Stand ihm und seinen Kreaturen von nun an zur Verfügung. So, dann beschleunigen wir mal wieder alles. Der Endlichkeit beschleunigte die Kreaturen des flotten Bösen. Uhuhu. Ja, 10% mehr Bösartigkeit, das nehme ich mir gerne, weil ich jetzt so viele Helden hier drin habe. Da sehe ich gerade wieder einen Kran. Da sag ich doch mal Hallo.
Und da oben kommt gerade jemand. Den werde ich natürlich auch gerne vorstellig. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit erhöht den Erfahrungsgewinn aller Kreaturen. Feinde haben den Dungeon betreten. Ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Sicherungssysteme, so Türen zum Beispiel. Machen wir hier in der Mitte eine schöne Slow-Spur. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Du meinst verhandeln? Diplomatie? Dialog? Nein, niemals! So, das wird auf jeden Fall spaßig, wenn die reinkommen. Es ist Zahltag. So, wo habe ich denn... Da habe ich den Schatz gemacht. Dieser Stein der Endlichkeit verstärkte die Geschwindigkeit aller Kreaturen. So, ich sehe gerade, ich brauche einiges mehr an Fäule. Kann ich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Guck mal, ich bin am Bösartigkeitsmaximum. Nice. Ach, ich blitz bin. Ich wollte doch die Schnodderlinge eigentlich pushen. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Ach, guck an. Angriff und keiner sagt was. Durch den Erfahrungsstein der Endlichkeit sammelten die Kreaturen des wissbegierigen Bösen noch schneller Erfahrung. Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Warte mal, ich könnte ja doch... Ah, ja, ich weiß jetzt, wie ich die Dämonen wegkriege. Ich reiße den Raum ab und lasse sie einfach sterben. Ist zwar nicht die feine Art, aber so habe ich wenigstens dann irgendwann mal meine Ruhe. So, bevor ich jetzt aber hier zu viel Verschleiß produziere. So, einmal Focus Fire auf den Turm bitte. Dieses Steins der Endlichkeit stärkte die Kreaturen des schädigenden Bösen und stattete deren Schläge mit mehr Wumms aus. So, als nächstes bitte auf den Turm. Toll, jetzt wo ich gesagt habe, ich lasse sie nicht mehr wiederbeleben. Oh, etwas Interessantes geschieht, ja. Wenn das nicht mal eine Breaking News wert ist. Die Portale sind offen. Ah, okay. Vorwärts, Verbündete des Lichts. Wir dürfen die Schlacht nicht verlieren. Tja, und ob. Dieses Spiel dauert schon viel zu lange. Zeit für dein Ende. Oh, drei Portale Thanos. Diesmal. Mit etwas Glück, in Anführungsstrichen, gehen meine Dämonen drauf. Und, ich kann natürlich einfach meine Dämonen hier nach vorne schicken. Aber ich befürchte, meine Untoten, die tanken zu gut weg. Durch den
Erfahrungsstein der Endlichkeit, so, jetzt sammelten die Kreaturen des belesenen Bösen noch mehr Erfahrung. Also dann kümmere ich mich gleich mal hier um diesen kleinen Vorposten. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleidet. Oh nein, das war ja Absicht. Dios mio. Ich verschiebe mal kurz mein Portal. So. Staffen wir mal nach. Wir beschleunigen mal unser Portemonnaie-Wachstum. So, jetzt könnt ihr den Grauschein abhauen. Perfekt, mehr wollte ich doch gar nicht. Dann könnt ihr jetzt nämlich hier hin. Und hier ebenso, zack. Dämonisches Portal wird angegriffen. Was? Dann raus mit euch, ihr Lümmel. Kreaturen holen sich ihren Sold. Moment, wer hat denn hier noch überlebt? Das war jetzt aber nicht der Plan. Greift doch mal bitte dieses Tor an. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Ein Spinnenraum, was bist du? Dämonische Zauber kosten 10% weniger Mana. Ja, nice. Auch wenn ich nie weiß, wo ich dich hin platzieren muss. Eine eurer Kreaturen hat das Zeit. Ja, okay, diesmal war ich zu spät. Da bringt mir ein bisschen Bösartigkeit. Ich ziehe mein Portal doch etwas zurück. Eure Feinde sind im Dungeon. So, einmal kurz durch die Gegner mähen. Eine schöne EP-Dusche oder XP-Dusche für alle veranlassen. Wo stehst du und warum kriegst du... Warum steht die hinten? Ich habe doch alle nach vorne geschickt. Super. Die meiste Erfahrung gebraucht hätten, haben sie jetzt nicht bekommen, weil ich versehentlich anscheinend nicht alles markiert habe, so wie ich es hätte machen sollen. So, aber das ist sehr schön. Jetzt kann ich nämlich... zum Beispiel hier einfach eine Guru-Kanone mal hinstellen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal hier die Schatzkammer ein bisschen erweitern. Kurz hier noch ein bisschen verbessert. So, dann würde ich sagen, ab wieder an die Oberfläche und noch ein bisschen Rambazamba. Moment, ich habe hier noch was vergessen. Da oben sehe ich gerade so ein Trüppchen. Nämlich die Karawane hier. Ich mir gerne wegsnicken möchte. Leute, ich weiß nur vorab. Moment, so. Jetzt erst beruhigen, dann überlegen, was ich sagen will. Ich weiß, ich könnte diese Mission jetzt ohne weiteres schon beenden.
Aber ich möchte das Bonusziel erreichen, dass ich alle Fraktionsforschungen hochbringe. Damit ich entsprechend den Bonus abstaube. Wenn schon, denn schon, ne? Weil wenn ich so Quer nochmal spielen will, wird mir das ja nützlich sein. Mal schnell hier hin. Um genau hier direkt mitzumischen. So, jetzt gibt es eine schöne EP-Dusche. Und ja, ich weiß, hier steht XP, ich nenne es trotzdem EP. Gerne. Ob ich jetzt Erfahrungspunkte oder Experience Points, wobei Experience Points eigentlich ja auch mit E anfängt, ist ja wurscht. Da will wieder jemand ein Türmchen reparieren. Ich weiß nicht, ob ich noch rechtzeitig dahin schaffe. So, dann würde ich sagen, verdienen wir uns noch mal ein bisschen Bösartigkeit dazu. Ach, guck mal, Gegner. Hier, Mensch. Da fällt mir gerade was ein. Ich muss den Friedhof dringend erweitern. Was noch? Muss diese Zerstörung sein? Gibt es keinen anderen Weg, um diesen Konflikt zu lösen? Du hast deine Seite gewählt. Nun ernte, was du gesät hast. Das ist das wahre Böse, das nur Zerstörung und Vernichtung kennt. Ich wiederum will mit reinigendem Feuer den Platz für etwas Neues erschaffen. Genau. Seems legit. Nicht. Huch. Also tatsächlich eine Vampirkönigin abgemusst. Und ich weiß gerade nicht, ob ich für die überhaupt schon ein Grab habe. Weil ich vergessen habe, hier den Raum zu erweitern. Bitte einmal die Priesterin platt machen, das dauert mir sonst viel zu lange. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Ja, das war es tatsächlich. Da fehlte das entsprechende Grab. So, ich muss einmal einen Bösartigkeitsrückruf machen, weil ich mir das Portal nicht klemmen möchte. Ich brauche mal was, dass mal ein bisschen Fäule erzeugt wird parallel, während ich oben zugange bin. Jetzt komme ich ja hier nie in die Puschen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Okay, mein Portal ist leider weg. Gut, dann muss ich nochmal von vorne anschieben, aber ist kein Problem.
So, dann bitte einmal alle ein bisschen Fäule erzeugen, dass wir einen kleinen Puffer kriegen. Ist hier oben ein Spinnenraum, ja. Ach ne, Diamantader ist auch drunter, schön. Alle ein bisschen schneller. Und ich muss jetzt erst hochgehen, weil ich möchte mir jetzt nicht aufgrund von Ungeduld irgendwie was versauen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Durch diesen Stein der Endlichkeit sammelten alle Kreaturen noch schneller Erfahrung. So, dann einfach mal Feuer frei. So, wir drücken das Ganze mal wieder ein wenig nach vorne. Oha. Machen uns hier ein Portal hin. Und sobald angegriffen wird, springen wir dahin, gehen zurück. Ah, da oben sind ja noch seine Portale offen. Das habe ich jetzt ein wenig ignoriert. Egal. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Kurz gestern, damit unsere Kreaturen ein bisschen Vorlauf kriegen. Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Mal schauen, was hier hinten noch ist. Ich dachte mir doch, dass hier noch irgendwo was ist. Da kommen die paar Spinnen-EP. Der Endlichkeit erlaubte es allen Kreaturen, sich langsam zu regenerieren. Ja, das dachte ich mir jetzt irgendwie, dass hier noch was ist. Ja, guck mal, schau. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit verstärkte die Angriffe aller Kreaturen. Euer Portal wird angegriffen. Ja, und genau deswegen gehe ich da jetzt hin zurück. Mach hier eine Schatzkammer hin. Durch den Erfahrungsstein der Endlichkeit sammelten die Kreaturen des wissbegierigen Bösen noch schneller Erfahrung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach, da oben, ja. Ich habe mich jetzt schon kurz irritiert. So, wieder alle zurück ins Loch. Ja, ich mag das, wenn ich Stufe plus 1 sehe. Egal bei wem. Immer wieder herrlich. Ist es das wirklich wert? Schweine! Natürlich! Wir müssen doch Thanos aufhalten! Ach, guck mal, da komme ich ja genau richtig. Was ein Timing, was ein Tempo-Gefühl, herrlich. Also ich habe jetzt nur noch wenige, die nicht auf Stufe 10 sind. Ich werde jetzt auch nicht das mit den Dämonen machen, um mir, um die auf Überstufe 10 zu bringen. Das lohnt nicht mehr. Feinde sind im Dungeon. Ach ja.
So, mal kurz gestunt. Und fliegt, ihr Gurus. So, ja, ich sehe schon, wir brauchen wieder dringend eine Fäule. Der Stein der Endlichkeit beschleunigte alle Kreaturen. Ich glaube, ich brauche lieber Raumeffizienz. Ja, der bringt mehr. Verstärkte die Effizienz aller Räume. Da gönnen wir uns jetzt erstmal ein wenig, bis wir vielleicht einmal den Cap voll haben von der Säule. Dann machen wir uns noch mal ein paar gute Kreaturen zu töten. Die Macht dieses so, damit er auch mal schneller hier rüberkommt. Beschleunigte die Kreaturen des flotten Bösen. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit verbesserte die Effizienz aller Räume. So, muss jetzt erstmal reichen. Durch diesen Stein der Endlichkeit wurden alle Kreaturen beschleunigt. Ich werde jetzt, auch wenn ich jetzt hier noch zwei Level 1 habe, das ist mir aber gerade egal. Ich werde jetzt keinen Erfahrungspush mehr machen, weil ich will einfach gucken, dass wir mal in die. Mal hinne machen und in die Pushen kommen. Genau so habe ich mir das gedacht. Okay, leider nicht alle davor gefeit, aber. Dieser Stein der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen des zerstörerischen Bösen. Dieser Stein der Endlichkeit beschleunigte die Kreaturen des sich wie Flash bewegenden Bösen. So, dann bewegt euch mal wie Flash. Und zwar hier zu unserem Portal. Haha, hat sogar gereicht, dass ihr das Portal nicht vernichtet. Sehr schön. So, dann holen wir uns doch mal hier noch die Karawane. Weil ich will noch die Fraktionsforschung hochbringen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das geschafft haben, dann werde ich auch endlich den Sack zumachen. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen des zuschlagenden Bösen. Mein Gott. Was für eine zerstörerische Macht wir inzwischen geworden sind. Herrlich. Schafe? Was soll das denn hier? Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Der Stein der Endlichkeit. So, wir bleiben mal kurz hier stehen und machen dann mal eben alle, bringen alle einmal auf 10, zack, zack. So, Moment, da habe ich jetzt einen noch unterschlagen, nämlich ihn hier. Herzlich willkommen am Kreaturencap. Mein Name ist Kopfgeburt. Und ich rock das Ding hier ziemlich gut.
Feinde haben den Dungeon betreten. Und beschwören wir mal hier eine kleine Ablenkung für die. Ich will mich erst genau die Truppe hier platt machen. Na komm, ein bisschen Erfahrung gönnen wir euch nochmal. Vielleicht kriegen wir die Lobbys ja noch ein bisschen hoch dadurch. Oh, stimmt. Ich glaube, wir kriegen alle Erfahrung. Also, wir kriegen die komplette Erfahrung, weil alle anderen ja auf Stufe 10 sind. Geil. Cool, damit haben wir die jetzt mal eben alle auf Stufe 10 gebracht. Das gefällt doch. Und jetzt haben wir hier unser Ziel erreicht und das finde ich toll. So, dann würde ich sagen, wir machen den Sack final zu. Ach, guck mal wieder, was ein Timing. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit stärkte die Kreaturen. Ja, alle auf Stufe 10, perfekt. Stattete deren Schläge mit mehr Wumms aus. Gut, dann schieben wir noch in bester StarCraft 2 Legacy of the Void Manier unseren Kontrahenten nach hinten. Ihr kennt die Mission, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Wenn nicht, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Macht Spaß! Die Macht dieses Steins der Endlichkeit. Ja, wobei kommt das bisschen Fäule. Die Effizienz der Räume des effizienten Bösen. Selbst Talia schon Stufe 10. Nice. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Na komm, können wir hier auch mal ein bisschen was abbauen. Moment. Das kann ich nicht zulassen. Zack. Eure Schnodderlinge haben ein Artefakt entdeckt. Hä? Wo? Mana alle 30 Sekunden, oh, nehme ich. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja, da lass du dich mal drum kümmern. Immer weiter zurückgedrängt. Sein Ende stand kurz bevor. So, komm, wir machen jetzt also die Portale kaputt. Ach, kommt hier direkt was raus. Schön. Der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen des Zuschlags. Brauchen wir einfach nichts mehr Schaden kriegen, weil unsere Vampirkönigin da direkt gegenheilen. Es ist so geil. Ja, wobei bei den Kanonentürmen mit den drei Abschussrampen, nenne ich es mal, dürfte es schwieriger werden. Deswegen geben wir uns mal kurz ein Mana-Schild. Das glückliche Böse hatten Thanos bereits weit zurückgedrängt. Sein Ende schien nah. Oh, eine Vampirkönigin ist leider schon gestorben. Hat der Heal der anderen wohl nicht gereicht? Ja, na gut, wir waren halt gestunt, ne? Das ist dann natürlich immer schwierig mit dem Heilen. Na komm, bevor er schießt. Komm. Oh, sehr schön. Ja, Thanos, war nett mit dir. Nicht. Dieser Stein der Endlichkeit verstärkte die Geschwindigkeit aller Kreaturen. Nett.
So, ihr Lieben, das war jetzt gleich das Finale. Natürlich kommen noch Portale. Zack. Nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht besiegt werden. Also, nicht noch einmal. Mit diesen famosen Worten verabschiedete sich Thanos ein für alle Mal. Whee! Aber jetzt lass es. Ich hoffe, das war jetzt auch wirklich die letzte Mission. Ach, fuck. Ich habe vergessen das andere Ziel, dass ich alle Heldenlager vernichten muss. Ärgerlich. Naja, egal. Ist passiert. 923 Helden, ich würde nice. Unserem Budget nicht darstellbare Mächte waberten umher. Die Luft flirrte vor Energie und ein Geruch von geschmolzenem Eisen und verbrannter Pizza. Moment, meine Pizza! Bin gleich wieder da. So, tut mir leid. Ich hoffe, das hat das Finale jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt. Wo waren wir? Mächte wabern, Luft flirrt, ekliger Geschmack. Ach hier! Mit vereinten Kräften konnten Dungeon Lord Gorgu, Talia und Tristan den mutierten Thanos zurückdrängen. Weiter, immer weiter in die Richtung der Runensockel der Endlichkeit. Der mutierte Thanos kämpfte um jeden Zentimeter, den er am Boden verlor. Als er mit dem Rücken letztlich an den Runensockel der Endlichkeit stand, stammelte er mit letzter Kraft. Das Böse soll gegen das Gute triumphieren. Erneut? Das ist Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Schrie ihm Talia entgegen und schickte ihn mit einem spektakulären Tritt ins Nichts. Als sich der magische Nebel verzogen hatte, war Thanos nicht mehr. Einerseits war Talia traurig, hatte sie sich doch daran gewöhnt, Köpfe von Gegnern auf einen Speer zu stecken. Aber dennoch war Talias Freude so groß, dass sie sogar mit einem ekligen Schnodderling tanzte und ihn umherwirbelte. War dies das Ende? Wohl kaum, denn es gab noch einige lose Enden. Was wurde aus Tristan, der nach Thanos Niederlage verschwunden schien? Würde er eine weitere Armee des Guten aufstellen? Was plante Brünnhild, die Zwergenkönigin? Hatte sie eine Weltuntergangsmaschine erschaffen? Oder gar seltenes Mythril im Untergrund gefunden, das die seltsame Krankheit der Elfen heilen konnte. Vielleicht sollte sie das mit ihrem guten Freund Hulbrund besprechen. Und war der Rat der Schnodderlinge wirklich nur eine billige Anspielung auf einen Rat von Lichtschwertschwingern? Oder steckte hinter diesen trügerischen Gesellen mehr? Hatten sie dem absoluten Bösen aus Treue oder Herzensgüte geholfen? Doch all diese Fragen waren für einen anderen Tag oder Serienteil bestimmt. Ja, nun war es an der Zeit zu fallen. Ja, ihr Lieben, ein weiterer Dungeons-Teil endet und es hat wie immer Spaß gemacht. Ich liebe den Humor dieser Reihe, vor allem dieses immer, wie sie immer wieder die vierte Wand durchbrechen. Ich finde es herrlich. Ja, grafisch fand ich es auch super. Was mir sehr gefallen hat, war dieser Minion-Charakter mit den Untoten. Deswegen, ihr habt ja gemerkt im Laufe der Reihe, dass die Untoten mein eindeutiger Favorit waren. Und nicht nur, weil die de facto unsterblich waren, weil sie immer wieder aufstehen, sondern einfach dieser Minion-Charakter gefällt mir sehr. Und
dass es da Life Leech gibt. Die Horde, die fand ich an... Die hatte einen charmanten Vorteil, nämlich, dass die auf den höchsten Leveln halt alle so zu Elite-Einheiten wurden. Das war natürlich schon mega und dass sie auch günstig waren. Und die Dämonen, ja, das waren einfach Glaskanonen. Mit denen konnte ich nicht so richtig viel anfangen. Die haben mir nicht so ganz gefallen. Bis auf die Succubi, die waren ganz nett von wegen Gegner betören, aber das war es dann auch. Grafisch, ja, auf jeden Fall State of the Art, würde ich sagen. Ja, well, einigermaßen entspannt State of the Art. Jetzt nicht mehr unbedingt ganz so brandneu und aber muss ja auch nicht immer sein. Das ist auf jeden Fall eine schöne Grafik. Die Story war ja lustig erzählt. Und ihr Lieben, ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Comment da oder ein Abo vielleicht. Wenn ihr Bock habt und noch nicht abonniert habt, dann verpasst ihr auch nichts. Schaut doch mal in meine anderen Projekte vorbei und ich bedanke mich. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.